Sebastian und Simon. Schön, dass ihr Zeit habt, hier bei Audible mit mir über eure Zusammenarbeit zu sprechen. Ihr macht das seit Anfang an eigentlich, ne? Das 1971. Ja. Fast, also gefühlt. Genau, ich bin etwas später, dann 72 erst dazugestoßen, ja, aber das war aber. Ja, nee, 2006 eigentlich, ne? Da haben ja, wir genau, und genau. 2007 kam, glaube ich, dann das erste Hörbuch raus. Nee, 2006 tatsächlich. Ja, ach so. Ja, also okay. Da ist das Buch Die Therapie erschienen und er hat es dann gleich eingesprochen. Genau, da kannten wir uns aber noch nicht. Nee. Wie habt ihr euch dann kennengelernt? Über das Buch. Genau, über das Buch. Ja, wie muss ich mir das vorstellen? Na, man kann. Ihr habt zusammen geschrieben, oder? Nee, nein. Nein, ich kann gar nicht schreiben. Ich kann nur lesen. Das ist mein Vorteil. Meine ist umgekehrt. Nee, aber ich habe, also die Therapie wurde 2006 veröffentlicht und war unerwarteterweise sehr erfolgreich. Unerwarteterweise deswegen, weil normalerweise muss man ja so einen Bestseller planen und man muss genügend Bücher drucken, damit auch genügend verkauft werden können. Und das hat sich aber mit Mundpropaganda rumgesprochen und irgendwann überschlugen sich so die Ereignisse. Und ich bekam eine Anfrage vom Verlag, ob ich denn Lust hätte, ein Interview zu führen mit dem Sprecher meines Hörbuches. Und ich sagte, Interview immer gerne, aber was für ein Hörbuch? Weil die hatten mir in dieser ganzen Eile völlig vergessen zu sagen, dass ein Hörbuch mittlerweile produziert wurde. Dann haben wir uns kennengelernt während dieses Interviews. Und ich weiß noch genau, die allererste Frage war, wie ich es finden würde, dass dieses Hörbuch jetzt gar nicht physisch gibt, sondern als Download bei Audible. Und da habe ich gesagt, mal kurz mal Stopp. Und was ist denn das überhaupt? Ich hatte keine Ahnung, was, wovon die Rede ist. Ich dachte, wir reden von einer CD. Dachte ich. Ja, war ja damals noch so üblich. Dann haben die mir das alles erklärt. Michael Treutler damals. Das war mir auch gar nicht klar, dass das die, so... Die haben mir das dann erklärt. Da habe ich gesagt, ja, finde ich super. Also es ist doch toll. Und so begann unser Verhältnis, wie so häufig so Ehen halt, mit einem Missverständnis. Ja, aber es hat sich ganz harmonisch entwickelt. Ja, muss man auch sagen. Wann habt ihr euch denn das erste Mal getroffen? Ich glaube schon bei dem Interview, oder? Naja, das war das allererste Mal. Bei dem Interview haben wir uns dann getroffen und dann hatten wir immer wieder Kontakt. Es gibt hier so, da gab es so eine schöne Tradition bei Audible, die ist durch Corona so ein bisschen... Ach stimmt, ja. Diese Sprecherpartys. Genau. Das Fest, das Sommerfest oder diese Sprecherparty. Ist eigentlich eine Sprecherparty und deswegen, ich war da eigentlich immer fehl am Platz, weil ich spreche ja gar nicht. Aber ich habe gedacht, if it's free, take it. Und bin dann da hingegangen. Und dann haben wir uns dann auch dort immer wieder bei Audible getroffen. Und wer ist jetzt für wen der Erfolgsgarant? Na, ganz klar, Sebastian, für mich. Also es ist sehr lieb, dass du das sagst, aber erst einmal wäre meine Karriere so auf gar keinen Fall gestartet ohne Simon. Ich habe ja beim Radio lange gearbeitet. Ja. Und hätte man mich gefragt, was ich für einen Sprecher für meine Hörbücher avisiere, hätte ich wahrscheinlich so eine Radionase genannt, die ich kenne. Hier war es gut, dass ich vorher überhaupt nicht gefragt wurde, weil ich muss gestehen, ich kannte Simon nicht. Also ich kannte seine Stimme natürlich. Ja, aber... Heath Ledger, Matt Damon... Ja, sag doch mal ein bisschen was, du musst. Was soll ich denn dazu sagen? Man will einfach deine Stimme. Persönlich kannten wir uns, natürlich, persönlich kannten wir uns nicht. Und ich wusste ja zum Beispiel auch gar nicht, was ich da lese. Das kommt ja als nächstes hinzu. Das war ja, also es gibt ja die eine Perspektive mit, ach, es gibt ein Hörbuch. Und bei mir war das so, ich habe eine Anfrage bekommen, ob ich einen Thriller lesen möchte. Und weil ich hatte zu der Zeit, glaube ich, Thriller hatte ich da noch gar nicht so einen Kontakt zu. Warst du und der Romantiker? Das ist ja eher blutig und ich war der Romantiker. Ja, also klar. Und Fantasy vor allem. Ist immer noch. Genau. Und Fantasy und das ist so. Ja, und dann habe ich natürlich ja gesagt, weil mich das auch gereizt hat. Also ich habe gedacht, lies doch mal alles, was dir unter die Finger kommt. Und fand es, also muss ich sagen, ich lese auch privat sehr viel. Ich fand das erstaunlich gut. Also es hat mir wirklich gut gefallen. Und das Interessante ist eben, er hatte damals schon eine große Fangemeinde. Und das war mir ja gar nicht so bewusst. Und die haben nicht gesagt, wir hören jetzt mal, was es Neues unter Elf gibt, sondern die haben halt gesagt, ja, wenn der Simon das liest, dann versuchen wir das mal. Und deswegen wäre es ohne Simon gar nicht so erfolgreich gewesen. Das muss man sagen. Und das ist nach wie vor so. Ich bin ja mal, weil ich habe ja, wie gesagt, beim Radio gearbeitet und ich habe auch da hin und wieder Beiträge und sowas eingesprochen. Machst du noch? Oder? Nee, mach ich nicht mehr. Und dann irgendwann kam nämlich so beim dritten, vierten Buch, kam dann mal so die Anfrage, auch die Audible kam auf die Idee und sagte,
die Fans sagen, vielleicht könnte man ja mal auch, dass du auch mal was einsprichst. Und ich sage, nee, Simon macht das viel besser. Ja, doch, doch. Und dann habe ich ein Kapitel eingesprochen. Ein Kapitel? Im Seelenbrecher. Eins wusste ich, in der ungekürzten Fassung wusste ich, in der gekürzten Fassung fällt es sowieso raus. Ah. Habe ich gedacht, ganz am Ende, Verschluss. Ja, und dann wurde es hochgeladen, dann gab es die ersten Rezensionen und war noch sehr positiv und naja, super, aber fast alle schlossen dann unisono mit, wer ist denn dieser Trottel am Ende, der das ganze Hörbuch zerstört? Dann haben die sich noch bei Oliver um Schadensbegrenzung bemüht und haben geschrieben, ja, das ist doch der Autor selbst. Dann haben die geantwortet, ist uns auch scheißegal, der war ja Simon, das spricht. Ja, und dann gesagt, so, ihr habt die Quittung, ich werde nie wieder. Ja, meine Danksagung vielleicht am Ende, aber nee, also er macht das besser und deswegen ist das nach dem Motto, ich bin der Erfolgsgarant, das kann man nicht so sagen. Also ja, es ist so. Ja. Und er kriegt auch immer bessere Bewertungen als die Geschichte. Also insofern kann ich aber gut mit leben. Ja, doch. Ich lese das nicht so, weil ich auch nicht mehr, damit aber ganz es war schwer so, umgehen kann. Nur. Also wenn aber du kriegst immer super Hammerbewertungen. Also es ist jetzt noch nie, dass da einer gesagt hat, also super Geschichte, aber wer ist denn der Sprecher? Ja. eher umgekehrt. Okay. Ich lese aber auch aus den Gründen, kann ich verstehen, nicht, aber du könntest das völlig problemlos lesen. Kommst immer sehr gut bei weg. Das freut mich, das ist gut. Können wir zum Schluss noch einen kleinen Blick in die Zukunft wagen? Ist irgendwas in Arbeit? Ja, wir sind beide bei Let's Dance. Ja, und beim perfekten Dinner. Genau. Aber und im Dschungelcamp. Und im Dschungelcamp, das ist aber, glaube ich, erst 2012. Ja. Ich. Vorher sind wir... 2012. Weil wir ja noch diese Zeitmaschine müssen. Wir reisen ja immer rückwärts. Das ist das, glaube ich. Ich schreibe. Ich bin froh, er liest auch die komödiantischen Sachen mittlerweile von mir. Habe ich ja so ein paar Ausflüge gemacht. Das ist es eigentlich erstmal so. Also wir haben eine... Also kann man noch durchaus einiges erwarten von euch zusammen. Ich hoffe doch. Also ich habe ihn ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht zu fragen. Wenn er irgendwann mal sagt, nee, ich will nicht mehr, dann vielleicht spreche ich es dann doch ein und dann habe ich keine Hörbücher mehr. Das ist ganz, ganz witzig. Ich sage dann immer, wenn es wirklich mal vorbei ist, dann ist Tschüss Marie, aber das will ich weiterhin. Das lasse ich mir nicht das nehmen. Das ist super. Also, ja, genau. Guck mal, Hand drauf. Perfekt. Hand drauf. Siehst du mal hier. Haben wir einen Deal. Gut. Vielen Dank dafür. Danke. Dankeschön.